Ja, die Einrichtung in den Ado-Hallen in Aschendorf wird eine Einrichtung des Landkreises Emsland im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen sein. Das heißt, die Flüchtlinge werden dort vorübergehend untergebracht für wenige Wochen und werden dann über das Land Niedersachsen wieder in die Fläche auf die Kommunen verteilt im Rahmen der normal vorgesehenen Quoten. Nein, das wird sich zwischen Tagen und Wochen bewegen. Dann werden die registriert und dann bekommen die irgendwann die Aufforderung, sich in bestimmten Kommunen zu melden. Und diesen Kommunen werden die dann offiziell zugeordnet werden. Nein, weil wir die Aufenthalte dort gar nicht planen können und die Asylbewerber noch nicht konkret Kommunen zugeordnet worden sind, werden die sich nur in den Einrichtungen aufhalten. Es wird kein Besuch der städtischen Kindertagesstätten und Schulen erfolgen. Ja, die Unterbringung erfolgt durch den Landkreis Emsland in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz. Und das ist eine Einrichtung im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen. Ja, es ist also geplant, dort eine Polizeidienststelle zu errichten. Zudem wird ein Sicherheitsdienst vor Ort sein und des Weiteren werden Ärzte anwesend sein, die auch die Kontrollen durchführen, ob ansteckende Krankheiten und so weiter bei den Asylbewerbern vorhanden sind. Ja, der Landkreis Emsland hat eine Hotline eingerichtet. Die sind auch per E-Mail ständig erreichbar. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Papenburg. Und selbstverständlich stehen wir auch bei der Stadt als Ansprechpartner zur Verfügung.